Der Archive Link oder das Archive Link. Wir sprechen über die Möglichkeit, im SAP-System sauber zu archivieren. Warum ist das ein wichtiges Thema? Für Sie als Kunde ist es essentiell, dass Ihre Archivierung rechtssicher und auch revisionssicher ist. Dafür stellt SAP die Schnittstelle Archive Link zur Verfügung, die Sie nutzen können, um entsprechend Dokumente und auch Tabellen sauber abzulegen. Der Archive Link ist im Grunde genommen eine Schnittstelle, die zur Verfügung steht, um Ihre Dokumente sauber abzulegen. Das Ganze wird natürlich an einem gewissen Ablageort abgelegt. Das ist jetzt wieder ein bisschen zu plastisch bzw. zu theoretisch. Mal ein ganz simples Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade dabei, zu Hause, ne? Wer kennt es nicht, ich muss mal wieder den Keller aufräumen. Ha, super. Dann können Sie zum Beispiel die jeweiligen Regale, die Sie haben, sagen, das sind meine Ablageorte, die einen zum Beispiel für entsprechend Gartenequipment, die anderen zum Beispiel für entsprechendes Winterequipment. Das sind Ihre Ablageorte. Im SAP und im Archive Link, beziehungsweise im SAP-Kontext, spricht man in diesem Falle von sogenannten Content Repositories. Das sind die entsprechenden Ablageorte für Ihre Objekte von dem Archive Link. Und hier können Sie dann sagen, immer wenn Sie ein Objekt haben, was Sie entsprechend in den Keller tragen, gibt es einen festen Ablageort dafür. Das ist der Hintergrund letztendlich von dieser gesamten Archivierung in SAP, die Sachen sauber abzulegen. Für Sie als Vorteil natürlich, Sie haben die Riesenmöglichkeit von der SAP, den SAP Content Server zu nutzen. Das ist ein kostenfreies Archiv-Server-System von der SAP für Sie als Kunde zum Nutzen. Sehr praktisch. Was gibt es vielleicht noch in dem Zusammenhang zu wissen? Sie haben die Möglichkeit, entsprechend auf verschiedene Objekte zurückzugreifen. Sie finden sämtliche Archivobjekte in der Tabelle S.Cont1. Da können Sie entsprechend nachgucken, welche Ablageorte es gibt. Und Sie haben nochmal die OAC0, wo Sie auch entsprechend in der Transaktion entsprechend in den Archive Link reingehen können. Noch ein kleines Beispiel aus dem Alltag. Wofür wird so ein Archive Link letztendlich genutzt? Ein Archive Link wird zum Beispiel dafür genutzt, wenn Sie in den 80er Jahren fingen das damals an. Sie haben irgendeinen Überweisungsträger ausgefüllt, sind zur Bank gegangen, haben den Überweisungsträger genommen, vorne einen Schlitz reingesteckt und dann wurde das Ganze entsprechend von der Bank am Ende des Tages einmal geleert und ist automatisch in eine Poststraße gegangen. Das heißt, da hat sich keiner hingesetzt und die Dinge abgetippt, sondern automatisiert wurden die ganzen entsprechend in einen Einzug gesteckt. Der Scanner hat alles eingescannt, hat entsprechend mit einer OCR, das ist der Fachbegriff, um entsprechend Texte auf Bild oder auf Papier zu erkennen und hat quasi das Bild analysiert, welche Texte da drin sind. Hat dann den entsprechenden Empfänger und auch den Versender letztendlich von dem jeweiligen Konto ermittelt und automatisiert das Ganze im System eingetragen und natürlich noch abgelegt, damit sichergestellt ist, wenn eine Überweisung fehlgeschlagen ist. Übrigens, das ist an den falschen Empfänger gegangen, konnte man da nochmal nachvollziehen, okay, das ist vielleicht an die falsche Stelle gegangen. Im Original wurde es vielleicht nicht richtig erkannt von dieser Software. Das ist ein klassisches Anwendungsgebiet, wo man entsprechend auch diesen Archive Link nutzt, wo im SAP-System sämtliche Dokumente und auch sämtliche Inhalte, die reinkommen, sauber aufgetrennt in die jeweiligen Ablageorte gelegt wird und wofür man auch diese Archivfunktionalität im SAP entsprechend nutzen kann. Wie gesagt, wir haben auch verschiedene Möglichkeiten für Sie, um in das Thema reinzukommen. Gucken Sie sich vielleicht unser E-Book an oder schauen Sie sich auch nochmal auf unsere Expertise-Seite um. Archive Link ist ein sehr mächtiges Werkzeug, eine schöne, saubere Schnittstelle für Sie, um im SAP-System rechtssicher und revisionssicher zu archivieren. Und vielleicht für Sie noch ganz interessant, die Technologien im Formularumfeld haben natürlich auch eine Archive Link-Schnittstelle. Und ich hebe jetzt an der Stelle nochmal die aktuelle Formulartechnologie der SAP heraus. Adobe Forms hat eine native Schnittstelle in seinen Parametern zum Archiv, die Archive-Link-Schnittstelle, die Sie einfach befüllen können. Und dann werden Ihre Dokumente automatisiert entsprechend an die jeweiligen Ablageorte im Archiv und auch im Archive-Link versendet. Ich freue mich, wenn Sie irgendwelche Rückfragen haben, sprechen Sie mich einfach an. Und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei uns auf der Website.